Ich bin Ludwig Enzthaler, bin ehemaliger Stifti und bin heute einer von drei Gründern und Partnern von 468 Capital. Und wir sind ein Technologie-Investment Fund, sitzen in Berlin und San Francisco. Mein Weg in die Studienstiftung war, wie bei vielen im Grundstudium, wurde ich angesprochen, ob ich mir vorstellen könnte, mich zu bewerben. Ich bin Mathematiker und wurde vorgeschlagen, ich glaube, das war nach den Endklausuren des zweiten Semesters, nach den sozusagen Grundlagenklausuren, Analysis 1 und 2, Linear Algebra 1 und 2, und wurde angesprochen, ob ich mir das vorstellen kann. Und war dann in Heidelberg bei den Auswahlgesprächen und die haben mir super gut gefallen. Zwei tolle Vertrauensdozenten. Damals war es immer so ein Fachdozent, ein Fachfremder. Und beide Gespräche waren super und als das Angebot bekommen habe, habe ich es natürlich sehr, sehr gerne angenommen. Das Beste an der Studienstiftung war eigentlich die Community in Cambridge. Ja, war eine super Community von Stiftis, die sich da mindestens an einem Term getroffen hat und viele Leute kennengelernt dort, fächerübergreifend, super diskutiert und auch mit einigen heute noch in Kontakt. Das war eigentlich, würde ich sagen, mein schönstes Erlebnis als Stifti bisher. Ja. Ursprünglich wollte ich eigentlich schon in der Akademie bleiben. Ich bin nach dem Studium in Spieltheorie promoviert in Berlin und war dann noch Postdoc. Und Pläne haben sich dann irgendwann geändert. Ich bin in die Privatwirtschaft gewechselt, in den Tech-Sektor zuerst als Operator. Ich habe das Analytics-Team geleitet bei einer großen europäischen Internetfirma und bin dann in die Investmentseite gewechselt und habe mittlerweile mit zwei Partnern zusammen einen eigenen Technologie-Investmentfonds. Wir sitzen hier in Berlin und in San Francisco an der Westküste der USA. Gar nicht so viel über die Zukunft nachdenken, sondern wirklich die Leidenschaft, die Passion, die ich habe, in den Jahren voll ausleben, wirklich auch den Kernfragen, den Grundsatzfragen des Studiums nachgehen und